Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wie man schon hier super lesen kann und wie man auch schon 100.000 Mal woanders lesen konnte, wir spielen Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ein ziemlich altes Spiel, um genau zu sein. Ich glaube, das kam irgendwann Ende 2004 raus. Dementsprechend nehmt es dem Spiel nicht übel, dass es nicht so gut aussieht wie die Spiele von heutzutage. wir werden zusammen die gute Kampagne durchspielen, weil ich Lust drauf habe. Ja, und je nachdem, wie lang das dauern wird, werden wir vielleicht auch noch die böse Kampagne spielen. Das kommt aber drauf an, wie gleich sich die beiden Kampagnen sind. Mal gucken. Ich muss mich da noch ein bisschen erkundigen, ob das sehr gleich ist. Weil ich hätte auch ziemlich Bock, die Bösen zu spielen. Ich bin eigentlich immer diejenige, die Bösen spielt. Aber ja, Einzelspieler. Die Kampagne. Die gute. Ich habe mir nur mal das erste, die erste Sequenz nochmal angeguckt. Einfach nur, damit ich Sound und so anpassen konnte. Ich persönlich habe die Kampagne nicht wirklich gespielt. Wir spielen übrigens auf Mittel, ich hoffe, ich krieg das hin. ansonsten, also ich habe immer mehr den zweiten Teil als den ersten gespielt, weil der zweite Teil ein bisschen cooler ist und ich kann schon mal spoilern, wenn wir mit dem ersten fertig sind, machen wir auch den zweiten. Wenn ich schon mal damit anfange, dann kann ich auch damit aufhören, ne? Also mit dem zweiten. Glück, um anzufangen. Gut. Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Ich finde diese Aussage, heute ist Frodo der Ringträger, ziemlich merkwürdig, weil das hört sich an, als wäre jeder Tag, also jeden Tag jemand anderes dran. ich kann noch dazu sagen, hier links,
kann es manchmal passieren, dass Filmsequenzen eingespielt werden, was ich ziemlich cool finde. Und ja, müsste mal drauf achten. Wir werden mal die Gemeinschaft auswählen. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Und wir gehen mal nach Moria. Ich weiß übrigens nicht, was bedeutet plus eine Spezialfähigkeit. Aber vielleicht werden wir das noch sehen. Mal gucken. Die Minen Morias. Einst eine blühende Zwergenstadt. Heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Ich finde es gut, dass sie ziemlich viel erzählen und dass auch vieles an dem Film angelegt ist, muss ich sagen. Das gefällt mir immer. Wenn es nicht ganz so aus den Haaren herbeigezogen ist oder so. Hauptsache, die quatschen mir nicht ins Wort. Aber ich versuche immer aufzupassen, dass ich nicht mit denen zusammen rede. Ich finde, die sehen irgendwie niedlich aus. So pixelig. Aber es stört mich gar nicht. Da man ja nicht in First Person spielt, sondern von oben guckt. Und sie nennen es eine Mine! Eine Mine! Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Und ich mag natürlich, dass auch diese Dialogsequenzen mit drin sind. Fähigkeitenmenü. Ich habe beim Antesten das hier gewählt, weil das ganz praktisch ist, weil man damit Leute heilen kann. Ist immer gut für den Anfang. Und hier haben wir ein paar Aufgaben für unsere Mission, wie zum Beispiel, dass wir da durch sollen. Mindestens einer muss überlegen, wir müssen den Balrog vernichten, wir müssen als Bonus 5 Schätze finden, alle Helden auf Level 2 aufsteigen lassen und ja, eine Fähigkeit haben wir schon gekauft. Achso, das ist mit der Fähigkeit gemeint, alles klar. Super. Dann hätten wir das ja. Ich werde meistens versuchen, immer ganz weit oben zu bleiben, weil man dann einfach am besten Übersicht hat. Und man kann nicht höher. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber naja. Werden wir mal alle austesten. Auswählen. Wobei, ich zeige euch erstmal, was die alles können. Gandalf fängt mit so einem magischen Sturm an, das heißt, er kann damit Viecher wegschleudern. Aragorn kann heilen, Legolas, der kann super Bogen schießen. Gimli kann seine Axt werfen, Boromir kann nichts, weil er scheiße ist. Und die Hobbits werde ich gleich mal dazu befehligen, dass sie nur mit Stein werfen, weil die dazu neigen, zu verrecken im Nahkampf. Deswegen ist es besser, wenn die beim Fernkampf bleiben. Außerdem können sie sehr gut Steine werfen. So, außerdem ist es so ein bisschen, wenn ich so hin und her auf der Karte gehe, dann ist es halt ein bisschen stockend. Weil ich das mit den Pfeiltasten mache, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Wunderbar, die ersten beiden Gegner sind erfolgreich besiegt worden. Ich werde mit Gandalf, also damit kann man eine Stufe aufsteigen, also mit einem Charakter. Und wir fangen mit Gandalf an, weil Gandalf ist im Gegensatz zum Film hier so richtig gut. Also ich muss sagen, in den Filmen habe ich immer das Gefühl, Gandalf kann nichts außer Licht machen. Und reiten. Reiten kann er auch. Der Reichtum Morias beruhte nicht auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Und er kann sich gut in Schwierigkeiten bringen. Aber sonst könnte der irgendwie nichts, ne? Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, damit die hier nicht gleich in irgendwelche Gegner reinrennen. Leise, hier sind Orks. Ach. Vernichtet sie alle. Dann mach die mal fertig hier. Sie kommen. Also ich werde tatsächlich versuchen, alle Aufgaben zu meistern und sogar die Bonusaufgaben. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich bin auch gespannt, wie ich das auf Mittel hinkriege. Wir gehen mal mit Legolas hier hin. Kümmern uns mal um die. Achso, ich muss das mit Rechtsklick machen, sorry. Zwei Pfeile machen sich auf. Wunderbar. Dann mach den auch mal. Schneller. Guti.
So, dann können alle wieder weiter. Wir haben Besuch. Ich versuche immer, die so ein bisschen gleichmäßig zu leveln. Wenn möglich. Wenn die nicht zu mir kommen, muss es eben so gehen. So ein Biest habe ich zuvor noch nie gesehen. So. Wen lassen wir als nächstes leveln? Ich bin mal für Aragorn. Ein Schatz! Ja, total. Ich fand übrigens in den Filmen am besten Aragorn und Legolas. Einfach weil. Schläft niemals. Menschen. Ja, dann mach die mal fertig hier. Bleib sie zurück, Dad, egal wie! Das mal an. War das schon alles? Nee, noch nicht ganz. Ja, Aragorn und Legolas mochte ich am meisten, weil die einfach vom Charakter her am besten waren. Die Hobbits fand ich nervig. Gandalf konnte nichts, das war ein alter Sack, der nichts konnte und ja, ich mag keine Zwerge und ich mag keine Menschen. Kümmern wir uns mal um den Troll, weil hier der nächste Schatz ist. Den werde ich wahrscheinlich Legolas überlassen, obwohl vielleicht auch eher Gimli. Kein Scheiß. Wir müssen dich um den. Du machst dich noch mit dem vertraut. Kriegt er das hin? Gandalf, du schwächelst. Das finde ich nicht gut. Ah, gut. Wunderbar. Legolas, ich habe gesagt, du sollst den... Danke. Ist ganz praktisch, dass ich die alle mit Namen kenne, weil... muss ich nicht immer nach Namen suchen. Ich habe wirklich sehr oft die Filme geguckt. Ich kann gar nicht sagen, wie oft, weil es zu oft war. Aber ich kann sie auch immer wieder gucken. Anders als den Hobbit. Den Hobbit mag ich nicht so. An diese Stelle kann ich mich nicht erinnern. Weil du ein alter Tattergreis bist, Mann. Kannst du gar nichts. Ja, mach sie mal fertig hin. Ihre Bosheit muss hier enden. Mary kann was. Scheint es. Macht euch mal keine Sorgen um Gandalf, der kann hier mehr als sonst. Wunderbar. So. Wir sind bei dir, Aragorn. Ist hier oben auch noch irgendwas? Was ist das für ein Ort? Na Moria, ihr wisst das doch, wo ihr seid. Aragornheimer hier. Gandalf schwächelt. So. Ich werde mich beeilen. Du kümmerst dich um die. Und ihr geht mal bitte aus dem Schussfeld. Gut. Wen tue ich denn jetzt als nächstes das geben? Schick mal einfach Boromir hin. Weil er nichts kann. Kann maximal sein Horn jetzt blasen mit Rang 2 und Feinde in die Flucht schlagen, aber naja. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Dann werden wir mal mit allen da reingehen. Wir müssen weiter! Dann geh, bitte. Eigentlich hätte ich das nicht nehmen sollen. Vor allem jetzt. Nein. Hinter diesen Türen lauert das Böse. Wir lassen niemanden zurück. Ja. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Orks. Sollen sie kommen! Es ist ein Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Natürlich ist es nicht ganz wie im Film, ne? Wir müssen kämpfen. Benutz das. Schick mal alle hier hin, bitte. Macht hier mal keinen Scheiß. Du nimmst das. Der Feind ist da. Du benutzt das. Gleich fällt er. Du benutzt das. Möglichst. Bringt ihn zu Fall!
wunderbar. Lasst keinen am Leben! Legolas, zieh auf dein Auge! Wenn sie nicht zu mir kommen, muss es eben so gehen. So? Kämpf weiter! Elende Bestie! Macht mit hier. Nicht nur rumstehen, ne? Ausgeburt der Gandalf! Besser so. Das hier benutzen. Wunderbar. Der Feind ist da. Überlass ihn mir. Kämpf weiter! Kreatur des Schattens. Hierher! Hierher! Nochmal schön zusammen kuscheln. Der Feind ist da. Sie sterben wie die Fliegen. Wir waren ihn. Ich finde ihn so cool, wenn er springt. Das ist das einzige Coole an dem Zwerg. So, theoretisch können wir jetzt eine neue Fähigkeit auswählen, aber das mache ich mal nicht. Nutz mal das hier. Also, ich vergesse immer, dass ich Rechtsklick machen muss. So. Krieg mal das hin. Na komm schon. Ja, ihr habt es geschafft. Wunderbar. Der ist auch Level 2. Jetzt ist nur noch Pippin übrig. Zur Brücke von Khazad-dûm. Ah, das war's schon. Dann. Ich hätte gern, dass ihr so ein bisschen... Gandalf, du musst mal ein bisschen aufpassen. Du bist alt, du kannst nichts. Du darfst mir hier nicht wegsterben. Gehen wir mal hier rein. So. Das machen wir wieder. 47, jetzt fliege ich für Berlin! 50, 51. Wir müssen zur Tür. Seid ihr sicher, dass ihr Schritt halten könnt, Herr Zwerg? Bist du so blöde? Kämpft entschlossen! Ich mag aber auch, dass die halt solche kleinen Sachen drin haben, wie zum Beispiel Legolas und Gimli, die halt gegenseitig sich versuchen zu betrumpfen. Sie sind überall. Ich glaube, hier in den Ecken gibt's nichts. Kümmere dich mal um den. Mach mal das. Der Feind ist da. Diese beiden fliegen wie Brüder. Hast du es jetzt? Vorsicht! Hat der noch. Ich werde sie in Schach halten. Gandalf macht keinen Scheiß. Ich werde diesen Feind niederwerfen. Gandalf! Machen wir wieder ein bisschen Heilung hier. So, alle haben Level 2, da haben wir das schon mal geschafft. Wen geben wir denn noch ein Level? Was kannst du denn? Führerschaft. Kriegt er aber erst ab. Balrog von Morgoth. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts tun könnt. Okay. Nee, ich muss noch überlegen, wen ich das gebe. Hat der das? Nee. Die haben alle erst ab Rang 4. Wie ging das mal, Gandalf? Gandalf ist am wichtigsten. Kommt der jetzt schon oder hört sich das nur so an? Wo müssen wir denn hin? Hier so lang? Ach hier, alles klar. Immerhin denkt die Kamera ein bisschen mit. Das ist gut. Das ist immer gut. Die Brücke ist nah. Weiter, weiter. Dann lauf mal. Ich spüre ein großes Übel. Bleibt nicht zurück! Vernichtet sie alle!